Mein Name ist Gerhard Brose, bin Director Business Development bei Zülke. Zülke ist ein Engineering-Dienstleister bzw. Business Innovation Partner für unsere Kunden. Eine der starken Branchen, die wir bedienen, ist der Maschinenbau. Und wir begleiten Kunden sowohl in dem Bereich von der Idee bis zur Umsetzung, aber ganz stark, was wir eben mit und für Kunden machen, ist gerade das Thema Automatisierung und das von der Hardware über Software verschiedensten Lösungen zu etablieren. Wunderbar. Haben Sie ein praktisches Beispiel, wozu man Ihre Lösung jetzt frei raus mal nutzen kann? Ja, wir haben nicht nur eine Lösung. Tatsächlich, was uns bewegt, ist vielfach die Individualität für die Kunden. Also immer dann, wenn es aus dem Regal keine Lösung gibt oder wenn die so groß ist, dass das Regal nicht mehr reicht. Also sprich in Richtung Performance-Skalierung. Das heißt, es fängt an, dass wir das Thema Connectivity respektive Connected Products als Lösung haben, also von der Maschine über die Cloud, hybride Lösungen. Hier Kunden unterstützen, entsprechende entweder After-Service, After-Sales-Angebote anzubieten oder aber auch im R&D-Bereich komplett neue Lösungen zu etablieren. Gleiches machen wir auch im Bereich Mixed Reality. Auch das ist ja in Richtung Remote-Support viel gelobtes Thema gerade oder viel diskutiertes Thema. Auch hier haben wir verschiedenste Lösungen, wo wir von Messen mit der HoloLens beispielsweise bis hin zu Integration von AR-VR-Devices ins Backend des Kunden und damit auch hier wieder die Prozessoptimierung realisieren. Wunderbar. Wir sind ja hier, wie gesagt, auf der Smart Remote. Was hat Sie denn überzeugt, hierher zu kommen? Etablierte Partnerschaften, unter anderem, ja. Ne, es ist, wie gesagt, es ist eines der Kernbranchen, die uns bewegt, in denen wir die letzten 2-3 Jahre auch sehr intensiv gewachsen sind. Und wir einfach von den Bereichen, gerade im Bereich Netz oder Vernetzung respektive auch gerade in dem Bereich der Mixed Reality viele industrielle Lösungen etablieren mit Kunden, was sozusagen über den Proof of Concept hinausgeht und eben immer mehr in die Produktorisierung halt geht. So, und da haben wir den Eindruck, dass die Smart Remote Service eben gutes Forum bringt. Nicht alle Kunden sind unsere Kunden, das bestimmt nicht, aber eben doch auch viele Kunden, mit denen wir in der Vergangenheit schon geschäftlich zu tun hatten und eben auch immer wieder gerne den Kontakt hier nutzen über die Smart Remote Service, um vielleicht das eine oder andere auf zukünftige Projekt wieder zu etablieren. Wunderbar. Letzte Frage. Wir haben ja ganz viel über Interaktivität auf dieser Konferenz gesprochen. Es gibt Challenger Peers, World Cafés und so weiter. Wie gefällt Ihnen dieses Konzept? Ich finde es gut, denn wir können uns immer viel überlegen, was unsere Kunden brauchen oder auch nicht brauchen. Können auch selber aus der Box heraus überlegen, Mensch, was kann man jetzt eigentlich als Scale-Out-Solution aus Grund von irgendwelcher Projekte halt etablieren. Tatsächlich ist aber die Frage, was braucht eigentlich der Kunde? Und genau das ist immer nur im Dialog zu erfahren. Und genau diese Plattform für den Dialog schaffen Sie mit der Smart Remote Service. Dankeschön.